Da wir uns auf einer Streuobstwiese befinden, stehen hier klassischerweise Halb- bzw. Hochstämme. Das heißt, es sind Bäume, bei der die Krone erst in einer gewissen Höhe beginnt. Das wäre jetzt hier. Diese Bäume bestehen aus dem Stamm. Dann gibt es klassischerweise drei bzw. vier Leitäste, die den Baum sein ganzes Baumleben begleiten und die dieses Gerüst des Baumes bilden. Und dann noch die Mitte ab dem Stamm, die sogenannte Stammverlängerung. Und dann sind an diesen Bäumen, man möchte ja Früchte haben, hier die unterschiedlichen Fruchtäste wachsen an diesen Leitästen und auch an der Stammverlängerung. Also hier, das wäre jetzt dieser gewünschte klassische Baumaufbau, den man gern hätte, aber in der Wirklichkeit oftmals nicht vorfindet.